Geht es? Ready? Naja, funktioniert. Wie heißt das komische Ding hier? Was los? Können wir erst was zu trinken? Nee, das ist nicht Blender, das ist ZBrush. Steht im Titel drin. Man hört mich gar nicht im Stream. Ja, keine Ahnung. Hört man mich im Stream eigentlich? Ja. Okay, cool. Ich weiß nicht, warum man dich nicht hört. Gut. Ist doch super, dann passt doch. Auch jetzt hört man mich scheiße. Also hört man dich doch. Boah, das ist schon sehr alt. Ja, Blender ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, im Endeffekt ist ja ähnlich. Du kannst das skypen. Wie man will. Geh doch mal lieber ins. Ja, da, ich meine. Ins Discord, meinst du? Jo, oh. Alles klar, bis gleich. Disconnected. So, ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Komm gleich wieder.
Ah ja. Also, das ist schon ein bisschen schwieriger jetzt. Ich nehme einfach mal den jetzt als Vorlage. So, gehen wir weiter runter. Sehr interessant hier. Robert De Niro ist ein Schauspieler. Haben wir die ganzen Gruppen hier eigentlich noch drin? Nee. Verdammt. Gentlemen, in the mix. Dynamic.
Ja, na Blender ist halt besser, gell? Kannst ja mal zeigen, was du so gerendert hast in Blender. Super Blender. Ja, irgendwie auf einem anderen Bild hatte der irgendwie mehr. Blender ist das beste Programm, jawohl. Blender ist das beste Programm der Welt. Geil. Ja.
Ja klar, hau halt einfach rein. Schau ich mir gerne an. Bin echt gespannt, ja. Ja, mit Sicherheit. Ja, schick halt mal das Video. Ja, gut, ich... Wenn ich was lernen kann, ist doch gut. Freue ich mich schon drauf. Ah, Käse. Ja, wohin denn geschickt? Ich dachte, du durftest es in Live-Chat reinposten, halt einfach. Ich sehe nix. Nee, ich sehe es nicht im Chat. Muss man da irgendwas einstellen oder was? Stream wohl. Teile ist wieder schnell. Teilnehmer, Chat im neuen Fenster. Kommt nix. Ich kann schon was posten. Ich sehe nix. Ich sehe bloß jetzt hier. Oder ist das irgendwo eine Einstellungssache oder was? Verwalten. Keine Ahnung. Wie das funktioniert, vielleicht geht's auch gerade nicht, ich keine Ahnung.
einen Punkt dahinter gemacht. Ich sehe halt immer noch nichts. Vielleicht musst du vorne das www wegmachen und alles. Nur YouTube oder was? Nee, es kommt nichts an. Kein Scheiß. Vielleicht schickst du dann meine E-Mail-Adresse, dann guck ich es mir dann an. Echt komisch eigentlich, dass das hier nicht im Live-Chat sichtbar ist. Das ist schon ein bisschen strange, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, schick's halt an thomasschreiter@hotmail.com. Aha, jetzt ist anscheinend was angekommen. Ich guck gleich nach. So, ich bin jetzt mal gespannt. Mit Punkt hinten. So, jetzt kommt's dann. Bin ja gespannt. Ja, Rick Est ist schon klar. Oh Gott. Ja, fast lustig. Die gute alte Metalhead. Gerickrollt. Na, hätte ich mir fast denken können. So. Alles klar, Metal-Shooter, dann. Danke fürs Zugucken.
Alles klar, danke. Oh, gar nicht mal so einfach, der Typ. Gibt es irgendwo noch Ohren zu sehen? Aha, hier haben wir Ohren. Oh Gott. Schon sehr alte Ohren, aber nee, müsste eigentlich passen. Passt zu dem Alter. Da gucken wir uns mal die Ohren an hier, die sind ja riesig. Sollten wir jetzt mal noch sieht es auf der anderen Seite aus? Auch in Ordnung. Die Tür in die Ohren ist natürlich wesentlich größer, ne? Hängt natürlich langsam runter bei dem Opa. Bei dem Opa.
Hallo? Ach, bleib bei Clay Böbe ab. Ganz gut. So, gucken wir die andere Seite. Haut es hin. Ja.
Heieieiei, der schaut aus, der Typ. Ach, das macht einfach Laune. Das macht einfach Spaß. Ach, Kacke. Falschen Knopf gedrückt. Gentlemen in the mix. Thank you.
Kann man das Bild hier eigentlich auch drehen? In dem so wie man das hier... Ah ja, es geht sogar drehen. Also ich muss mal so gerade stellen erstmal. So gerade oder nicht gerade? So wie ich sagen, ist gerade... Oh, nicht ganz. So ist gerade. Okay, cool. Dann kann man nämlich besser vergleichen. Move. Nee. Hä? Was ist denn da los? Warum verzieht sie das nicht? Kann das Auge nicht bewegen, warum nicht? Das ist ein Käse. What the hell? Man kann das Auge nicht bewegen. Es lässt sich nicht bewegen, warum nicht? Das
Was ist das für ein Käse jetzt? Hä? Das verstehe ich nicht. Hä? Maske? Was zur Hölle ist das denn? Ist da irgendwie eine Einstellung bei dem Move-Button? Ach, wegen der Rückseite. Jetzt weiß ich warum. Ah, bin doof. Wegen Pinsel. Automaskieren, Rückseite, Maske. Oieieiei. Schon gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Ja, okay. Das Problem ist das obere Lied. Das passt halt hier noch nicht. Das ist das Problem, Jay. Das müssen wir irgendwie maskieren. Dass wir nur das bekommen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Brauchen wir einen Z. Modeler. Nee. Ich muss kurz auf Toilette, ich komme gleich wieder.
So, da ist er wieder. Macht er nicht, warum nicht? Ich drücke falschen Knopf, glaube ich. Nee, macht er irgendwie nicht. Ach so, warte mal ganz kurz. So. War das damit? Ah, warte mal ganz kurz. Nicht Rechteck? Aha, das war doch hier das Ding. Nehme ich hier den anderen Ding aus, wie den da. Genau, so war das. Genau. Schon richtig so. Genau so will ich das haben. Scheiße, auf den Z-Modeller, da haben wir da wieder irgendwelche Scheiße gemacht wahrscheinlich. Nehmen wir anders. Oh nee.
komm schon. Jetzt. So. Und klebt denn das dann da so dran? Eieieiei. Alles sehr dicht hier. Das ist auch ganz gut, dass es ein bisschen nach vorne gerutscht wird hier. Thank you.
Na, ob das funktioniert, bin ich jetzt mal gespannt. Natürlich nicht. Warum auch? Mann, so ein Mist.
Da bricht der Stuhl gleich zusammen hier. Dieser Drecksack. Metal Shooter. Das ist ein Sackgesicht, echt, das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Achso, okay. Ja. Der Typ hieß Metal Shooter, ja. Oder heißt.
Alter, sieht ja fertig aus, der Typ. Ja, genau. Puh, Alter, das ist schwer. Die Nase ist noch breiter irgendwie hier. Ist auch irgendwie breiter. Redest du mit mir? Ha!
Brauche noch irgendwie Seitenansicht von Robert De Niro. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Also gucken wir mal schnell. Das ist doch cool. So, das ist schon mal richtig cool. Schlechte Qualität. Was? Chill Out Mix. Oh, das ist da lieber. Thank you.
Passt das schon mal hinten und vorne nicht, das ist doch schon mal schön. Das ist ja alles sehr, sehr interessant hier. Der Typ hat so viel Falten, es ist unfassbar. Halt. So nicht. Das ist aber echt interessant jetzt hier. Geil.
Interessant, 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 interessant. Okay. In my dreams, you shining like star. Make me feel deep inside. Make me feel deep inside. This is what I want. This is all my Wie heißt das scheiß Ding? Schlachthof, glaube ich, war das, oder? Oh, warte mal, wie hieß es, wo ich es bestellt habe? Kälberhalle war's. Nee, die liefern ganz neuerdings und es war die Kälberhalle. Und das Ding kostet 12,90, glaube ich, oder? Genau. Frisch aus einer Braterei, Braumeisterpfanne ist es. Mit einer Viertel Haxe, einer Achtel Ente und nochmal Braten, dann nochmal ein Knödel und nochmal Sauerkraut und ich habe noch Blaukraut extra dazu genommen. Ja, die sind ganz neu. Also ich habe es erst heute gesehen, das erste Mal. Und endlich mal was anderes als Pizza, Burger und
Döner, sag ich mal. Das war richtig gut und halt echt günstig auch für die Portion. Ist immer noch Sauerkraut übrig, sag ich mal. Hau ich mir nachher noch rein. Naja, das geht schon so nach hinten, gell? Ach Gott, ich hatte die Nase aus. Ich hatte total, was ist denn hier passiert, um Gottes Willen. So, da muss man jetzt wieder sagen, automaskieren beim Pinsel. Ah, come on. Rückseite Maske, so. Habe ich hier wohl. Wo ich hier Scheiße gebaut. So. We are alone.
become larger and larger by the day. And as this sin becomes larger, ja, ja, so ist das, gell? Oberlied sieht man hier viel deutlicher noch. Das muss ich noch anpassen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Einfach geil. Redest du mit mir? Ja? Du redest also mit mir. Warte mal ganz kurz. Ja.
Gentlemen, in the mix. Ja, redest du mit mir? Evil and wickedness and corruption.
and larger by the day. Ich wollte noch ein Foto von der anderen Seite irgendwie. Reality somewhere.
Bum 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 bum. Wie haben wir es jetzt? 0.18 Uhr. So, dann machen wir heute mal wieder Feierabend. Hat Spaß gemacht. Nochmal speichern. Transformieren, was ist denn der Scheiß da oben? Hä? Genau. So, dann sage ich mal, das haben wir auch schon gesaved, glaube ich, gell? Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Robert De Niro Lookalike.